Hallo und herzlich willkommen hier bei Astro TV. Mein Name ist Carmen Baldus. Heute das erste Mal nach ganz langer Zeit wieder im Studio und ich freue mich unheimlich. Ich komme aus Hamburg und bin Seelenmentorin. Ich bin Chakra-Therapeutin und Channel-Medium und ich habe ganz viele Geschenke für dich mitgebracht. Unter anderem eine Chakra-Harmonisierung, dass wir mal gucken, wo deine Blockaden liegen. Das geht auch im Gegenzug der herkömmlichen Chakra-Therapie ganz schnell. Wir haben die kurze Frage, die kurze Runde hier. Darfst du mich alles fragen, was du möchtest? Natürlich spreche ich nicht über Gesundheit, Krankheit und Tod. Rechtliche Fragen gehören auch in professionelle Hände, aber ansonsten gibt es hier kein Tabu. Privat bin ich Mutter von drei erwachsenen Kindern und seit 3 Wochen sogar schon Oma. Und mit dieser unglaublichen Freude bin ich hierher gekommen und möchte diese schöne Energie gerne teilen, möchte gerne etwas abgeben. Und du kannst jetzt wählen, womit wir beginnen. Und ich freue mich so sehr auf dich. Du bist mein erster Anrufer, meine erste Anruferin. Hallo, hier ist Carmen. Hallo, hier ist Jeanette. Jeanette, ich grüße dich. Was darf ich tun? Ich wollte fragen, wann mein Seelenpartner in mein Leben kommt. Wann dein Seelenpartner kommt? Ja. Ja? Du darfst ein wenig aus deinen Zweifeln herausgehen, die darfst du jetzt loslassen. Ne? Du siehst überall so eine Gefahr aus vergangenen Zeiten und bleibe einfach im Hier und Jetzt. Die Wahrheit ist nämlich, dass dieser Mann ein ganz anderer ist. Der ist nicht mit den anderen zu vergleichen und ich bekomme das auf jeden Fall noch in diesem Jahr herein. Ja? Oh, das war schön. Bis spätestens Ende des Jahres, das wird wahrscheinlich auch eher in Richtung Herbst-Winter gehen. Bitte sei lieb zu dir, geh in die Eigenliebe. Du darfst auch deinen Selbstwert ein wenig mehr hochschrauben und dann auch ein wenig mehr unter Menschen gehen. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht magst du dir mal einen Rosenquarz zulegen und den bei dir tragen in Form einer Kette oder ein Halsband oder einfach in die Hand nehmen und hin und wieder mal dich so einstimmen auf die Liebe. Ja? Oh ja, ich habe nämlich einen Rosenquarz, habe ich daheim. Das ist doch super. Ja, benutze ihn. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, ich dir auch und vielen Dank für die tolle Beratung. Sehr gerne. Alles Gute. Gute Nacht. Danke, gleichfalls. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, liebe Zuschauer, das war mein erster Anruf, meine erste Beratung. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann freue ich mich auf den nächsten Anrufer oder die nächste Anruferin. Ich biete dir an, deine Blockaden zu lösen. Schönen guten Abend, hier ist Carmen. Guten Abend, Carmen, hier ist Anne. Anne, ich grüße dich. Ich dich auch und wünsche dir nach langer Zeit wieder einen guten Start. Ja, vielen Dank, das freut mich. Als ich deinen Namen las, Carmen, dachte ich, oh, musikalisches Verwöhnen. Ah. Aber wir werden spirituell verwöhnt. Ja, das ist ein ganz liebes Kompliment. Was darf ich denn tun? Ich hätte gerne ein Highlight oder eine Botschaft. Ist die geschändelt von den Engeln? Die bekommst du. Die bekommst du sehr gerne, die persönliche Botschaft, weil ich auch schon das Gefühl habe, Anne, dass auf mich wartet, ne? Dass auch ein Engel an deiner Seite ist. Ich habe den Erzengel Gabriel an deiner Seite, der dir sagt, es darf leichter gehen. Du darfst auch mehr Leichtigkeit fühlen, mehr Leichtigkeit in dein Leben bringen. Und du darfst dich verlieben. Du darfst dich verlieben in andere Menschen, in das Leben selbst und vor allem in dich.
Selbstliebe ist die erste Voraussetzung wirklich für die wahre Liebe. Und manchmal hast du das Gefühl, es passiert nichts oder es fällt dir ganz schwer, eine Entscheidung zu treffen. Und dann geh einfach immer in deinen Selbstwert, geh in dein Herz, dort findest du die Antwort. Carmen, das ist kein Problem für mich. Ich verwöhne mich. Ich Aber wenn man also durch irgendwelche Umstände nicht kann, wie man möchte, muss man warten, bis wieder die Gelegenheit kommt. Das verstehe ich sehr gut. Und wenn du dich nach außen hin nicht gut bewegen kannst, geh nach innen. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Da bist du verbunden. Ja. Ja? Mit deinem Herzen und mit der geistigen Welt. Es war eine schöne Botschaft, die trotzdem mich berührt. Danke, das freut Carmen. Mich sehr. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Anne. Alles Danke Gute. Danke dir auch. Vielleicht kommen wir noch mal. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich wünsche mir eine ganz intensive Runde mit dir. Vielleicht magst du eine Chakra-Harmonisierung haben, deine Blockaden lösen. Einfach harmonischer in die Nacht gehen, wenn du dein Kopfkino, dein Gedankenkarussell schlecht ausstellen kannst. Dann wäre das jetzt das optimale Mittel, um gut einschlafen zu können und voller Tatendrang und Elan morgens zu erwachen. Und natürlich, du hast es eben gesehen, du bekommst herzlich gerne eine persönliche Botschaft aus der geistigen Welt oder ich kann dir sagen, welche Engel gerade an deiner Seite sind. Du hast die Wahl. Natürlich gibt es auch immer kurz und knackig eine Frage, eine Antwort. Was also darf ich für dich tun? Ich habe auch einige Steine hier mitgebracht. Gerade die Steine, die schön und wichtig und harmonisch sind für unser Chakrasystem. Hallo, hier ist Carmen. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend. Carmen, hier ist Marianne. Guten Morgen, ja, Marianne. Bitte die Engelbotschaft für mich. Die Engelbotschaft, sehr gerne. Danke. Du hast Erzengel Sandalphon an deiner Seite. Es geht darum, dass du Körper, Geist und Seele in den Einklang bringst, dass du mehr Freude erlebst, dir selbst mehr Freude schenkst. Und Sandalphon ist dafür bekannt, dass er, wenn um dich herum etwas Chaos herrscht, dir gerne behilflich ist, dieses zu ordnen. Ein Wunsch erfüllt sich, sagt er, und deine Sorgen sind bald kein Thema mehr. Vielen, vielen Dank. Ich Sehr danke gerne. Dir. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ebenso, alles Liebe. Danke. Dankeschön. Tschüss. Bitte denk daran, das Laufband hin und wieder mal durchzulesen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt freue ich mich auf meinen nächsten Anruf. Und ich bin ganz erstaunt, Dankeschön, dass es so schnell geht. Hallo, hier ist Carmen. Ich grüße dich. Hallo, hier ist die Helga. Helga? Ja. Ah, Helga, grüße Hi. Dich. Was ich darf ich tun? Ich habe eine Frage. Ich bin schon so lange alleine. Werde ich noch mal einen Partner finden? Hallo, hier ist die Helga. So. Da schauen wir doch gerne mal rein. Ja. Im Moment hast du das Gefühl, wo soll der denn herkommen? Ist das richtig? Du kannst richtig, dir gar nicht vorstellen, dass der jetzt plötzlich um die Ecke kommt. Aber dem ist nicht so. Bitte geh raus aus der alten Zeit, geh raus aus der Zeit, in der du alleine gewesen bist. Denn es kommt wirklich ganz unverhofft jemand in dein Leben. Und das passiert ziemlich schnell. Genau dann, wenn du nicht daran denkst. Ja, und lass dich einfach führen. Geh ins Vertrauen. Alles wo Gute wünsche ich dir. Kenne? Den lernst du kennen, ganz normal. Bitte bewege dich im Alltag so wie immer. Ja, ich wünsche dir alles Gute und eine gute Nacht, danke Helga. Schön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
Liebe Zuschauer, ich bin ganz erstaunt, dass es noch gar keine Chakra-Harmonisierung gegeben hat. Ich brenne darauf, eine mit dir durchzuführen. Vielleicht spürst du es an bestimmten Stellen oder du sagst, du bist erschöpft. Hallo, guten Abend, hier ist Carmen, ich grüße dich. Hallo, hier ist die Annemone. Ich möchte gerne wissen, ob ich in dem Haus, wo ich jetzt bin, stellvertretende Leitung werde. Ja? Ob ich diese Position bekomme. Ja, okay. Schaue ich gerne. Mhm. Du brauchst noch ein bisschen Geduld, ja? Es gibt eine interne Auseinandersetzung, die hat aber nichts mit dir zu tun. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus, dass du diese Position bekommst, ja? Hab noch ein wenig Geduld und geh in Gedanken schon in diese neue Position hinein. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wann siehst du das? Du brauchst noch ein bisschen Geduld, also es wird sich noch 2-3 Monate hinziehen, aber du wirst sie auf jeden Fall bekommen. Bitte sicher? Ja. Okay. Geh aus deinen Zweifeln raus. Vertraue viel mehr. Lass dich führen. Du hast hier auch den Spirit. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke, danke. Ja. Tschüss. Ihr Lieben, ihr zweifelt viel zu oft und viel zu sehr. Und wenn etwas geschehen soll oder wenn du etwas in dein Leben ziehen möchtest, dann gehört die Absicht dahinter einfach dazu. Die Absicht, diesen Weg gehen zu wollen oder so wie eben eine neue berufliche Position einzunehmen oder den Herzensmann zu finden. Er kann nicht kommen, wenn du ständig zweifelst und in diesem Mangeldenken bist, weil er dann abgelehnt wird von dir. Und das wissen ganz viele nicht. Daher bitte geh in das Vertrauen und geh in deinen Selbstwert. Das findest du, wenn du dich mit deinem Herzen, deiner Seele verbindest, einfach einige Minuten in die Stille gehst und fühlst, was dein Herz wünscht. Ich weiß, dass sich immer alles sehr einfach anhört, wenn ich es sage. Aber glaub mir, ich bin auch schon durch die Hölle gegangen, durch mehrere sogar. Und ich habe aber nie aufgegeben. Irgendwo gab es immer einen Teil in mir, der mir sagte, es wird am Ende alles gut. Und manchmal musst du einen Umweg gehen, auch wenn der sich nicht so schön anfühlt. Und viele Dinge versteht man erst im Nachhinein. Und jetzt kommen die Infos für dich. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, und jetzt brenne ich wirklich darauf, eine Chakra-Harmonisierung durchzuführen. Aber vielleicht seid ihr doch alle in Harmonie. Das kann natürlich auch sein. Dann beantworte ich gerne deine Frage. Und hallo, hier ist Carmen. Ich freue mich. Hallo, hier ist Heidrun. Heidrun, grüß dich. Ja, ich hätte gerne eine Chakra-Blockadenlösung. Ja, das mache ich doch gerne. So. Also ich gebe gleich in dein Sakralchakra, das ist das zweite, etwas Energie hinein und auch dein Herzchakra, das dürfte sich ein bisschen mehr drehen und ein bisschen weiter geöffnet sein. Bist du in einer Beziehung? Nein, ich bin allein. Du wünschst dir jemanden, oder? Ja, halt, dass man nicht so allein ist, weil ich bin bei 75 und habe meinen Partner schon seit 86 verloren. Ja. Mein Ehemann hatte noch eine Beziehung und bin seitdem allein. Du Liebe, wenn du dir jemand wünschst, dann ist dein Herzchakra jetzt geöffnet. Die Liebe darf fließen, die Energie darf fließen und halte bitte auch selbst daran fest. Ja?
Oh, super. Geh in diesen Wunsch hinein. Ich wünsche dir alles Gute. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Gute Nacht. Gute Nacht. So schnell geht es, eine kleine Chakra-Harmonisierung. Und ihr habt es gesehen, es ist überhaupt kein Zauberwerk, aber du fühlst dich danach einfach besser, du fühlst dich erfrischt, du fühlst dich morgen früh, wenn du aufwachst, voller Tatendrang. Und das ist vielleicht der beste Einstieg, den du heute Nacht haben kannst. Für die Nacht mit angenehmen Träumen oder eben für den nächsten Tag, damit du aufwachst und ganz positiv in den Tag hineinschaust, weil es dir einfach gut geht damit. Ich beantworte dir alle Fragen. Hier gibt es kein Tabu, außer du weißt, wir dürfen nicht über Krankheit, über Todesfälle oder Rechtsfragen sprechen. Ansonsten darfst du gerne mit jeder Frage zu mir kommen. Vielleicht hast du auch Lust, deine Engel kennenzulernen. Du hast auch ein geistiges Team um dich herum. Und auch wenn du es nicht siehst, in manchen Situationen spürst du es mit Sicherheit. Und es ist nicht nur ein Geistführer, sondern es ist wirklich eine ganze Gruppe, die immer in bestimmten Situationen, wenn du sie brauchst, da sind. Dein Schutzengel, der begleitet dich vom ersten Tag an. Das ist der Engel, der ständig an deiner Seite ist. Und genauso wie deine Guides, die geistigen Führer, sind auch die Engel um dich herum und beraten und führen dich in bestimmten Situationen, in bestimmten Themenbereichen. Und eins dürfen sie dürfen nicht eingreifen. Wir müssen sie schon darum bitten. Und das wäre jetzt die Gelegenheit. Dann schauen wir gerne, welcher Engel ist gerade da, steht dir zur Seite, kämpft mit dir zusammen um etwas. Ja, worum geht es dir? Vielleicht hast du aber auch liebe Angehörige, für die du auch gerne mal einen Engelrat einholen würdest. Hallo, hier ist Carmen, ich grüße dich. Hallo, hier ist die Helga, ich hätte gerne mein Highlight, bitte. Dein Highlight, ja, das sollst du bitte bekommen, sehr gerne. Die Unfairness, die du im Leben erlebt hast, die du hinter dich gebracht hast, die darf jetzt aufhören. Wichtig ist, dass du dich führen lässt, dass du klar bist in deiner Kommunikation, dass du auch mal sagst, was dir nicht gefällt. Tu es nicht anderen zuliebe, tu es dir zuliebe. Ja? Du bist manchmal zu sehr im Verstand und überlegst, was könnten die anderen denken und steckst ganz oft zurück. Dein Highlight ist, dass du eine wunderbare spirituelle Führung hast, auf die du dich verlassen kannst. Arbeite gerne damit. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja, sehr schön. Dankeschön. Eine gute Nacht. Danke. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Mit den Impulskarten gehe ich in deine Frage hinein. Ich selbst bin sehr impulsgesteuert. Das ist in meinem Seelendesign verankert. Viele haben schon gesagt, schlaf doch mal eine Nacht darüber, wenn es um Entscheidungen geht. Das ist ein sehr vernünftiger Rat. Aber wenn ich den Impulsen folge, dann ist es meistens richtig. Bitte denkt an das Laufband, lest euch das durch und dann freue ich mich auf meine nächste Beratung. Chakra-Harmonisierung, wenn du deine Blockaden gelöst haben möchtest oder dir brennt eine Frage auf dem Herzen. Vielleicht möchtest du den einen oder anderen Engel kennenlernen. Was auch nicht jedem klar ist, du kommst mit einem Engelaspekt hierher. Man sagt, dass es 4 Haupterzengel gibt. Es gibt viel mehr, aber diese 4 kümmern sich von Anfang bis zum Ende um uns und stehen uns mit ihren Energien zur Seite. Das sind Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Und ich kann gerne für dich channeln, mit welchem Aspekt du hierher gekommen bist. Ich bin zum Beispiel mit Erzengel Michael hierher gekommen. Das ist das Kraft-Macht-Prinzip. Und das macht sich auch manchmal bemerkbar, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand gehen will. Ja, es ist auch nicht immer
so harmonisch mit mir, aber das gehört zu mir, so wie deine Anteile zu dir gehören. Wo fühlst du dich blockiert? Wo hast du das Gefühl, es gibt eine Stagnation, weil wir sind genau in dieser Zeit, in der vieles stagniert um uns herum, aber nur scheinbar. Im Außen wird ganz anders gearbeitet und bereits eine neue Ebene für uns vorbereitet. Und das ist wie in einer Metamorphose, wenn man sich vorstellt, die Raupe verpuppt sich und wird am Ende zu einem wunderschönen Schmetterling. Und genau in dieser Verpuppung stecken viele jetzt gerade fest, weil sie nicht wissen, wie sie es anstellen sollen, einen Entwicklungsschritt weiterzugehen, weil sie nicht wissen, wie sie aus ihrer Stagnation herauskommen, aus ihren Blockaden, die sie fühlen und die sie schwer machen und die sie auch so ein bisschen hilflos zeitweise wirken lassen. Das erkenne ich immer wieder daran, wenn mir Menschen sagen, ich weiß nicht, wohin es für mich gehen soll. Hallo, hier ist Carmen, ich grüße dich. Jetzt nochmal Anne. Anne, wie schaffst du das bloß immer? Was darf ich tun? Wenn ich dahin meine, oh, nach oben meine Bitten richte. Was darf ich denn tun jetzt? Ich hätte gerne ein Highlight, was meine Nachtträume schöner macht. Ein Highlight. Okay, gerne. Anne, der Winter ist deine Jahreszeit. Ja, und ich ausgerechnet, liebe die Kälte. Das ist fantastisch. Und ausgerechnet im Winter wirst du mehr Leichtigkeit, mehr Wärme und mehr Sonne im Herzen verspüren. Ist das nicht toll? Ja. Ja? Also, dann wünsche ich dir eine gute Nachtruhe, angenehme Träume. Stell dir vor, dass sie angenehm werden. Dankeschön. Und dir wünsche ich weiter einen guten Verlauf der Sendung. Ich danke dir sehr. Alles Liebe. Alles Gute. Danke. So, ihr Lieben, ihr seht, wir können das alles auch mehrfach abhandeln. Und wenn du dich bisher noch nicht getraut hast, dann gehen wir jetzt anonym und sind in einem wunderbar geschützten Raum. Und hier kannst du wirklich mit jedem, aber auch mit jedem noch so pikanten Thema zu mir kommen. Wir haben die Nachtstunde, wir sind unter uns, wir sind erwachsen, denn du darfst ja erst anrufen, wenn du 18 bist. Und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf deine Fragen und was auch immer dich gerade belastet, was auch immer der Grund dafür ist, dass du jetzt noch wach bist. Vielleicht bist du ja auch eine Nachteule, so wie ich. Ich arbeite gerne nachts in meinen Beratungen und ich liebe es einfach in dieser stillen Stunde oder in diesen stillen Stunden mich zu konzentrieren auf etwas, das mir wichtig ist. Aber wenn du vielleicht jetzt keinen Schlaf findest und gerne eine Blockadenlösung haben möchtest oder eine ganz wichtige Frage beantwortet haben magst, die nicht für andere Ohren bestimmt sind, dann komm jetzt gerne zu mir. Hier können wir über alles sprechen. Es ist wirklich ein geschützter Raum. Es ist nicht nur dieser Studioraum hier, sondern ich erschaffe für dich einen geschützten Rahmen, in dem du ganz vertrauensvoll wirklich nach allem fragen darfst. Und wir schauen ganz intensiv dorthin, wo es weh tut, wo der Schuh drückt. Und vielleicht wäre jetzt genau in diesem Moment es wichtig für dich, deine Blockaden mal anzuschauen, dir Rat einzuholen, was du dagegen tun kannst. Denn ich kann natürlich deine Blockaden lösen, aber wenn du nicht mit mir zusammenarbeitest oder hinterher sagst, ich lebe mein Leben jetzt genauso weiter wie vorher, dann kann es natürlich gut sein, dass du genau an dieser Stelle wieder etwas spürst, das nicht
schön für dich ist, dass ein alter Schmerz wiederkommt, dass du immer wieder in dieselben Muster verfällst, immer wieder denselben Typ Mann oder dieselbe Art von Frau anziehst und du kannst dir nicht erklären, warum das so ist. Also lass uns einen Blick riskieren. Du hast nichts dabei zu verlieren, nur zu gewinnen. Es gibt hier nur dich und mich. Ganz anonym. Und wenn du jetzt in der letzten halben Stunde zugeschaut hast oder vielleicht auch die letzten Minuten und dich gefragt hast, ich weiß nicht, ich würde gerne eine Beratung in Anspruch nehmen, aber es hört mich ja jeder und vielleicht erkennt mich der Nachbar, die Nachbarin, ein Bekannter. Hier bist du ganz anonym, niemand hört dich. Es ist eine ganz intensive Beratung, nur zwischen dir und mir. Ich lege jetzt hier einfach mal eine Energiekarte hin, das ist die Zeitmaschine. Für jemanden, den das einfach alles viel zu schnell geht, der das Gefühl hat, diese Zeitqualität ist nicht meine. Zeitmaschine heißt auch, lehn dich zurück, steig aus dieser Zeitmaschine und genieße einfach auch Zeit für dich. Also nimm sie dir. Jeder hat sie. Wenn ich immer höre, ich habe keine Zeit, dann ist das definitiv nicht richtig. Wir nehmen sie uns einfach nicht. Also, wenn du jemand bist, der das Gefühl hat, alles geht viel zu schnell, jetzt ist schon wieder ein Monat rum, wir haben jetzt August und vielleicht denkst du jetzt schon an Weihnachten, dann ist es wirklich an der Zeit, hier auszusteigen, dir deine Beratung zu holen. Ganz anonym, wir sind nur unter uns. Ich werde nicht mal deinen Vornamen nennen. Aber vielleicht brauchst du ja noch zusätzlich etwas, das wir jetzt besprechen können. Hallo, ich grüße dich, hier ist Carmen. Jeanette, hallo. Schön. Was machen wir? Ja, da gucken wir jetzt einfach mal genauer hin. So. Du bist auf jeden Fall angebunden, du bist geerdet, ja, aber es fängt schon an, im Solarplexus-Bereich etwas zu stagnieren. Es kann sein, dass du da auch hin und wieder etwas spürst, ja, so ein leichter Druck, wenn dir alles zu viel wird, es kann, ja, und hier solltest du einfach ein bisschen mehr in die Leichtigkeit gehen, auch wenn die Situation total chaotisch ist. Versuche gedanklich einfach, dir vorzustellen, wie leicht plötzlich alles sein kann, wenn du es dir erlaubst. Ja? Ich werde diese Blockade jetzt herausnehmen und wenn du dafür einen Kristall haben möchtest, zum Beispiel, den du bei dir tragen möchtest. Ich trage andauernd Kristalle. Dann darf das gerne ein Zitrin sein. Der Zitrin steht für Fülle in allen Lebensbereichen. Er steht für Leichtigkeit, für Fröhlichkeit. Und dein Solarplexus braucht das gerade. Ja? Ja, immer wenn du ihn spürst, wenn du ihn in die Hände nimmst oder wenn du ihn trägst in Form von einem Armband oder Kette, dann erinnere dich, dass es leicht gehen darf. Nutze das als Affirmation. Es darf leicht sein. Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Jetzt kommen erstmal unsere Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt.
Ja, und hier sind wir wieder, immer noch in der anonymen Runde, Carmens Nachtstunde, das finde ich ja so bezeichnet. Ich bin die Nachteule schlechthin. Für mich gibt es immer eine Nachtstunde, in der ich gerne arbeite. Meine Klienten kennen das schon und rufen mich deshalb auch gerne nachts an. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich dir heute dazu verhelfen kann, ruhig und friedlich einzuschlafen, das Gefühl hast, einen Lichtblick bekommen zu haben, ja, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und genau das ist meine Absicht. Das möchte ich bei dir erreichen. Und deshalb hol dir gerne die Chakra-Harmonisierung ab. Du siehst, es ist ein ganz kurzer Moment, in dem ich deine Blockade lösen kann, in dem ich sie sehe und du dich danach einfach wieder besser fühlst. Gerne channele ich dir auch eine persönliche Botschaft. Oder wenn du nicht weißt, welcher Engel dir gerade zur Seite steht, dann finden wir es heraus. Für alle, die nicht gut schlafen können, die nachts immer so unruhig sind, das geht mir auch hin und wieder mal so. Wie wäre es denn mal, wenn du dir einen Amethyst unter dein Kopfkissen oder auf dem Nachttisch legst? Der erdet dich, er stärkt dich und er sorgt dafür, dass du eine Anbindung hast, und zwar nach unten und nach oben. In die geistige Welt, aber auch in die materielle. Denn das brauchen wir. Wir brauchen diese Balance, wir brauchen den Ausgleich zwischen Yin und Yang, sonst fühlen wir uns nicht ganz. Es gibt viele Menschen, die mir erzählen, ich fühle mich so verloren oder ich fühle mich nicht ganz. Ich habe das Gefühl, mir fehlt ein Teil zum Glücklichsein. Und da lass uns gerne hinschauen. Es ist die anonyme Runde nach wie vor und wir sind hier in einem ganz geschützten Raum. Du darfst hier alles lassen, was dich gerade beschäftigt, was dich bedrückt. Vielleicht wunderst du dich, ich habe hier ein Buch liegen. Ich habe nämlich noch ein zusätzliches Geschenk mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählen darf. Aber es ist auf jeden Fall eine große Chakra-Session, bei der du dich hier eintragen lassen darfst. Und am 9.8. um 20 Uhr gibt es eine vollkommene Chakra-Session. Du wirst es spüren, du wirst vielleicht Farben sehen können. Viele kennen das schon von mir, die suchen sich dann einen bequemen Platz oder legen sich gleich ins Bett und erzählen mir dann anschließend die erstaunlichsten Geschichten. Also wenn du Lust hast, eine komplette Chakra-Session, so wie ich sie in meiner Chakra-Therapie durchführe, mit mir zu machen, dann lass dich eintragen. Hallo, guten Abend, hier ist Carmen. Anemone, grüß dich. Was machst du denn beruflich, wenn ich fragen darf? Okay. Ja. Dein zweites Chakra und dein drittes Chakra sind blockiert. Das dritte arbeitet minimal. Dein Herzchakra, das löse ich dir auch gleich auf. Bitte geh mehr in deine Selbstfürsorge und Eigenliebe. Und nach oben hin hast du eine ganz gute... Selbstfürsorge bedeutet, dass du bitte mehr auf dich schauen darfst. Ja? Nicht immer die anderen zuerst, sondern du zuerst. Und erst wenn es dir gut geht, wenn du genügend Energie zur Verfügung hast, dann kommen die anderen dran. Wenn du magst, ein Rosenquarz wäre schön für dich und ein Zitrin, der ein bisschen mehr Lebensfreude hineinbringt, der dich mehr in die Leichtigkeit bringt, und der Rosenquarz unterstützt dich dabei, in die Eigenliebe zu kommen, dir selbst eine gute Freundin zu sein. Ja?
Ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt vielleicht ein Glas stilles Wasser trinkst. Dann fließen die Energien besser und du kannst es vielleicht sogar spüren, dass etwas abfließt, dass sich etwas von dir verabschiedet, was dir nicht dienlich war. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Alles Liebe. Tschüss. Eine Chakra-Therapie darf ich hier natürlich in diesem Rahmen nicht durchführen, aber ich darf dich dazu einladen und wenn du magst, komm und lass dich eintragen für den 9. August, denn dann werde ich eine komplette Chakra-Session durchführen um 20 Uhr und du kannst die live miterleben für dich, weil ich mich dann mit dir verbinde und vielleicht spürst du mich, vielleicht spürst du, wie Energie durch deinen Körper flutet, vielleicht nimmst du auch den ein oder anderen Engel an deiner Seite war, das erzählen mir auch ganz viele. Ich persönlich sehe immer Farben um mich herum und habe das Gefühl, meine Aura reinigt sich dann wie von selbst und die Farben, die sind wieder kräftig und leuchtend und strahlend und das strahlt man als Mensch dann natürlich auch aus. Ich kann deine Aura reinigen, wenn du möchtest oder dir einfach eine Frage beantworten, eine Frage, die dich sehr beschäftigt, etwas, das du vielleicht noch nicht angesprochen hast, weil du dachtest, du möchtest nicht, dass andere das hören. Also jetzt wäre noch die Möglichkeit, darüber zu sprechen in einem ganz geschützten Rahmen. Und wenn du magst, ich trage dich sehr gerne in mein Buch ein für eine komplette Chakra-Session. Und wenn Menschen zu mir in meine Praxis kommen, dann zahlen die dafür richtig viel Geld. Dreistellig. Und das bringe ich jetzt mit als Geschenk. Mein Einstandsgeschenk sozusagen, weil ich etwas von meiner wunderschönen Energie und Freude und Leichtigkeit abgeben möchte. Ich gebe natürlich nicht meine Energie her, es fließt durch mich hindurch. Ich diene nur als Kanal und die Energie, die kommt aus der geistigen Welt, direkt über mich zu dir. Und das kannst du auch fühlen. Und bei einer großen Chakra-Session ist es so, dass erstmal deine einzelnen Chakren wieder durchflutet werden, sie werden in die richtige Richtung gedreht. Manche bewegen sich falsch rum, ja, das kommt auch vor. Einige sind ganz verschlossen und dann spürt man das auch tatsächlich. Man ist erschöpft, traurig, antriebslos, schlaflos, so wie du vielleicht heute aus dem einen oder anderen Grund. Und wenn du einmal in den Genuss einer richtigen Chakra-Therapie-Session kommen möchtest, dann lass dich eintragen. Und ich schreibe dich hier in mein Buch. Es spielt auch keine Rolle, wenn du sagst, ich habe am 9. August um 20 Uhr keine Zeit. Die Energie kommt immer an. Also selbst wenn du beschäftigt bist, selbst wenn du zu tun hast, viele arbeiten ja auch in der Spät- oder Nachtschicht, die Energie fließt und du wirst es daran erkennen, dass du dich plötzlich viel belebter fühlst und eventuell deine Müdigkeit verraucht. Ja, dass du plötzlich wieder Freude spürst in dem, was du tust. Und dass du das Gefühl hast, du kannst Bäume ausreißen. Das trifft nämlich alles ein, wenn unser Energiesystem wieder richtig geklärt, richtig gereinigt wird. Im Moment ist der Trend ja, und wir hören es ja an allen Ecken und Enden, hin zum Detoxen. Aber was hilft es mir, wenn ich den Körper reinige und die Seele außer Acht lasse? Bitte achtet auf das Laufband. Lest euch das durch. Das sind die sogenannten Mitmachregeln. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Anruf. Ich brenne darauf. Und bin ganz gespannt,
was ich jetzt für dich tun darf. Gerne auch ein Impuls. Wenn du die Idee hast, es könnte nicht schaden, dass ich jetzt einen Impuls aus der geistigen Welt bekäme, dann wüsste ich, wie mein Weg weitergeht. Dann lass uns auf den Impuls schauen. Oder du wünschst dir eine persönliche Botschaft, um einfach ausgeglichen und entspannt in die Nacht zu gehen. Chakra Clearing, eine persönliche Frage in der anonymen Runde oder den Eintrag in mein Buch für eine große Chakra Session am 9. August um 20 Uhr. Da darfst du dich dann ganz normal wie sonst die Klienten bei mir auf der Liege auf deinen Lieblingsplatz begeben, dich zurücklehnen und einfach nur genießen. 50 bis 60 Minuten wird dann gearbeitet. Ich kläre dein Chakra-Energiesystem, ich schaue mir deine Yin- und Yang-Anteile an. Ich gleiche dich auch dort aus, wo du dich im Ungleichgewicht fühlst. Und ich arbeite mit der geistigen Welt zusammen, die wundervolle Energieströme durch dich hindurch fließen lässt. Das sind die Schöpferfarben Silber, Gold und Diamant. Und am Ende dieser Session liegst du in einer Säule von silber-, goldenen und diamantfarbenen Licht. Und das ist so ein gutes Gefühl. Ich kann es dir nur empfehlen. Ich hoffe, es sind noch genügend da draußen, die das jetzt hören. Die erste halbe Stunde hatte ich es nicht angeboten, aber das ist ja auch mein persönliches Highlight, mein persönliches Geschenk an dich, weil ich weiß, dass es wirkt. Und weil ich es so sehr liebe, glaube ich einfach, dass es dir auch helfen wird. Du kannst auch gerne deine Kinder eintragen lassen oder deine Eltern. Ich hatte vor einigen Tagen eine liebe Klientin und der Vater war gestürzt und hatte einen Schock, ist in die Demenz abgerutscht, konnte sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Und wir haben eine Chakra-Sitzung mit ihm durchgeführt und es flossen Tränen. Ich habe ein Video bekommen. Es gab auf beiden Seiten Tränen, weil ich so berührt war davon, wie gut es ihm auf einmal wieder ging. Und natürlich gibt es zwischendurch auch mal eine Info für dich. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ihr Lieben, wem darf ich jetzt noch eine Chakra-Harmonisierung schenken? Wer möchte eine Empfehlung über Kristalle, sodass deine gelösten Blockaden, die wir jetzt in den Fluss bringen, nicht wieder stagnieren? Und wo darf es jetzt für dich hingehen? Wir haben jetzt natürlich auch ganz viele Kinder, ja, kleine Schulanfänger, die vielleicht auch ein bisschen unsicher sind oder ängstlich sogar. Und auch hier kannst du gerne dein Kind, dein Enkelkind in das große Buch eintragen lassen. Und dann gibt es die Chakra-Session am 9. August um 20 Uhr. Kinder müssen an nichts glauben. Kinder fühlen einfach immer nur. Und den Kindern, die zu mir kommen, denen drücke ich einen Kristall in die Hand oder die bekommen ein ätherisches Öl. Und damit gehen die dann wirklich wie klein Superman zur Schule. Es ist so bezeichnend, das zu sehen. Kinder denken nicht darüber nach. Ja? Nur wir als Erwachsene, wir zweifeln immer. Und eigentlich dürfte man jetzt den inneren Kritiker mal in einen ganz langen Urlaub schicken. Das steht jetzt an.
Wir haben eine ganz große Zeitenwende, ihr Lieben. Und viele von euch spüren das, haben das Gefühl, sie kommen gar nicht mehr richtig gut zurecht in dieser Welt. Sie fühlen sich missverstanden. Sie haben das Gefühl, man kommuniziert entweder gar nicht mit ihm oder aneinander vorbei auf unterschiedlichen Ebenen, was natürlich auch so sein kann. Und ich freue mich sehr. Hallo, hier ist Carmen. Irmgard, grüße dich. Was darf ich tun? Das ist eine gute Idee. Magst du mir dein Geburtsdatum sagen? Okay, habe ich notiert. Und wenn du magst, du Liebe, dann sei gerne dabei. Entspann dich, lehn dich zurück. Ja, um 20 Uhr geht's los. Am 9. August. Und dann freue ich mich, wenn du mir irgendwann mal erzählst, wie schön es für dich war. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles Liebe. Tschüss. Ja, das Buch darf sich gerne noch füllen. Ich habe hier noch viele, viele Seiten zur Verfügung für die große Chakra-Session. Das heißt, deine Chakren werden harmonisiert. Wir schauen, wo du Blockaden hast, wo etwas festsitzt, wo du vielleicht sogar das ein oder andere schon spürst. Manchmal zwickt es irgendwie im Solarplexus oder man hat das Gefühl, mein Kopf ist ganz voll. Ja, wenn man die Anbindung nicht mehr spüren kann, und dann kann es auch zu einem leichten Kopfdruck kommen. Und da spüren wir einfach mal genau hin, lösen die Blockaden, geben überall die richtige Farbe hinein, damit dein Chakra wieder kräftig leuchtet und sich auch in die richtige Richtung dreht. Wenn du nicht genau weißt, was Chakren sind, wir haben überall im Körper verteilt ganz, ganz viele Chakren, aber die Hauptchakren, die müssen funktionieren, damit auch all die anderen gut für uns arbeiten können. Und somit haben wir 7 Hauptchakren im feinstofflichen Bereich und fühlen uns zum Beispiel überhaupt nicht geerdet, wenn das erste Chakra, das rote Chakra, verschlossen ist oder nur ganz, ganz klein schwingt. Dann können wir vielleicht gerade noch am Tagesgeschehen teilnehmen oder uns zur Arbeit schleppen und fühlen uns abends dann total erschöpft und ermattet. Ja, und das zweite, das Sakralchakra, das hat auch etwas mit Beziehungen und mit Freundschaften zu tun, mit der Liebe, mit Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zum Partner oder Partnerin. Und wenn das einmal geschlossen ist, dann kannst du vielleicht dein Gegenüber nicht mehr so gut wahrnehmen oder du findest ihn auf einmal blöd, weil du lässt nicht zu, dass er mit dir in Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit kommunizieren und mit dir umgehen kann. Und bitte achtet immer wieder mal auf das Laufband, das sind unsere Mitmachregeln. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hier ist Carmen, hallo. Jeanette, ja, gerne. Sagst du das bitte noch einmal, ob du... Ich habe dich hier in der Stabilität, sei geduldig, es kann sein, und das sehe ich hier, dass die Entscheidung noch nicht getroffen ist. Manchmal tun sich da die Behörden oder die Ämter auch ein bisschen schwer oder lassen das erstmal doof angehen. Ja, ein wenig Geduld brauchst du noch, und es wird aber so sein, du Liebe, ja, das kommt in den Ausgleich und in die Stabilität, ja, eindeutig. Bekommst du. Mhm. Alles Liebe. Eine gute Nacht für dich. Oh, das ist sehr lieb. Ich danke dir. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, so einfach ist es,
einfach für eine gute Nacht zu sorgen, indem du mich jetzt besuchst, falls du noch wach bist und etwas mehr über deine Chakren wissen möchtest oder welcher Engel dich gerade begleitet. Stell gerne deine Frage, die du vielleicht noch nie gestellt hast, weil du einen geschützten Rahmen brauchst, einen Raum, in dem nur wir beide sind. Und hier gibt es kein Tabuthema, außer die Gesundheitsthemen. Aber das weiß mittlerweile, glaube ich, auch jeder, dass wir darüber nicht sprechen. Das gehört in professionelle Hände, genauso wie die Rechtsfragen. Die beantworte ich nicht. Möchtest du vielleicht jemandem etwas Gutes tun? Vielleicht sagst du ja auch, es geht dir fantastisch, aber du hast einen lieben Menschen, dem du vielleicht eine Chakra-Session schenken möchtest. Die geht eine Stunde und ich biete es dir an am 9. August, jetzt musste ich selber nachdenken, um 20 Uhr, eine Stunde lang nur Chakra-Clearing, Blockadenlösung, Aura-Reinigung, Yin-Yang-Ausgleich, das ist alles mit dabei. Und anschließend gibt es die Schöpferfarben, die durch dich hindurchfließen. Das sind die Farben Silber, Gold und Diamant. Das ist auch der Grund, warum wir Silber und Gold so sehr lieben, dass wir es als Schmuck tragen. Und wer kennt es nicht? Am liebsten auch einen Diamanten dabei. Aber das muss nicht immer sein, also ein kleines Kettchen oder ein Armband oder ein Ring bewirkt schon ganz, ganz viel. Oder eine Münze, die wir hin und wieder in die Hand nehmen, damit vielleicht meditieren. Also nimm gerne dieses großartige Geschenk an. Ich arbeite eine Stunde mit dir und du darfst dich ganz entspannt zurücklehnen. Und selbst wenn du keine Zeit hast, wirst du spüren, dass genau zwischen 20 und 21 Uhr etwas mit dir geschieht. Du wirst aufgerichtet, deine Blockaden dürfen abfließen. Vielleicht denkst du daran, dass du davor oder danach ein großes Glas stilles Wasser trinkst, damit die Energien besser fließen. Und viele vergessen das einfach und liegen vielleicht schon im Bett und schlafen dabei ganz ruhig und selig ein und dann fällt es ihnen am nächsten Morgen ein, aber das ist überhaupt kein Problem. Morgens, um den Stoffwechsel anzuregen, einfach mal ein Glas stilles Wasser trinken. Und die Energien fließen wieder. Wenn sie blockiert sind, dann löse ich sie für dich. Jetzt, hier und gleich, das geht ganz schnell. Ich habe meine Chakrasteine mitgebracht. Ich schaue, wo bei dir die Blockaden sitzen, wo es vielleicht ein bisschen drückt, wo du spürst, dass etwas nicht so ganz stimmig ist. Vielleicht hast du selbst schon eine Idee, an welcher Stelle im Körper du fühlen kannst, dass es da eine Blockade gibt. Und die löse ich dann mit dir zusammen gerne auf. Gerne kannst du natürlich auch den Erzengel-Aspekt für dich erfragen. Jeder von uns kommt mit einem Aspekt der großen vier hierher auf die Erde und diesen Aspekt tragen wir auch immer bei uns. Erzengel Gabriel zum Beispiel steht für die Kreativität und Fantasie und viele Autoren haben diesen Aspekt, viele Künstler, viele Maler, Musiker, die sind mit dem Erzengel Gabriel Aspekt hierher gekommen. Und wenn sie in ihrer Kreativität blockiert sind, weil vielleicht die Eltern darauf bestanden haben, was Ordentliches zu lernen oder ein gewisses Studium zu absolvieren, dann können wir da auch noch mal genau hinschauen und diese Konditionierung verabschieden. Wir sind alle konditioniert, wenn wir in den Kindergarten kommen, wenn wir in die Schule kommen, wenn wir ein gewisses Umfeld haben, das uns beeinflusst. Und viele Anteile, viele Energien, die vermeintlich unsere sind, die gehören uns gar nicht. Ja?
Und teilweise denkt der ein oder andere, ich fühle mich gerade wie fremdgesteuert. Ja, dann ist das auch so. Das sind Geschenke von anderen Menschen, die gar nicht zu dir gehören. Und ja, vielleicht können wir das für die nächste Stunde schon mal andenken, denn ich bin ja noch eine wundervolle ganze Stunde bei euch. Und wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht eine Fremdenergie bei dir, dann können wir das auch in deinem System entdecken und auflösen und diese Energie zurückschicken dorthin, wo sie hingehört. Das funktioniert auch fantastisch bei einem Ex-Partner oder einer Ex-Freundin oder einem Stalker. Hallo, hier ist Carmen, ich grüße dich zur späten Stunde. Christian, hallo, schön, dass hallo. Du hier bist. Ich freue mich auch. Ja, aber natürlich, herzlich gerne. Magst du mir bitte dein Geburtsdatum verraten? '75. Wunderbar, dann freue ich mich auf dich. Ich bin dann um 20 Uhr am 9. mit dir in Verbindung. Vielleicht spürst du es. Das danke, ja, da danke ich dir sehr für. Sehr, sehr gerne hört man sowas natürlich. Und mein Herzensdank und dir eine gute Nacht. Angenehme Ruhe. Dankeschön, tschüss. Ja, die große Chakra-Session. Es geht jetzt in die letzte Minute oder vielleicht sind es auch noch zwei, aber ich biete dir auf jeden Fall noch mal ein Chakra-Clearing an oder eine Frage, die dich gerade sehr beschäftigt oder deinen Erzengel-Aspekt, um einfach besser einschlafen zu können mit diesem wundervollen großen Engel an deiner Seite. Ja, lass es mich wissen, wenn du gerne die große Chakra-Session haben möchtest. Die bekommst du von mir geschenkt. Das mache ich sonst nicht, aber heute ist es mein Einstandsgeschenk und ich möchte so viel wie möglich an euch weitergeben. Und freue mich, wenn du vielleicht der Nächste oder die Nächste bist, die dann nächste Woche daran teilnimmt. Also lass dich gerne eintragen in mein Chakra-Session-Buch. Und gerne mache ich jetzt die letzte Beratung mit dir, freue mich darauf. Und in der nächsten Stunde biete ich gerne an, deine Konditionierungen zu schauen, aufzulösen und zu verabschieden. Hallo, hier ist Carmen, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich. Was darf ich denn tun? Ja, wunderbar.